Zum Aufwachen fangen wir an mit Lightning Talks. Ich freue mich sehr auf Matthias Hahn. Er wird uns was über IP und Optik erzählen. Komm, deine Bühne. So, guten Morgen allerseits. Mein Name ist Matthias Hahn von Alcatel-Lucent. Ich hoffe, ihr seid wacher als ich, dann könnt ihr vielleicht was mitnehmen. Es sind doch schon erstaunlich viele da. Ich hatte gedacht, als erster Vortragender jetzt werde ich mich hier allein unterhalten dürfen. Sieht doch ganz gut aus jetzt. Ne? Ja, was habe ich als Thema? IP meets Optics. Und da steigen wir jetzt gleich mal ein. Das ist hier jetzt die PDF-Version. Das hatte ich mich gestern Abend noch so bemüht, animierte Slide zu machen. Also hier ist jetzt eigentlich nur ein Router zu sehen auf der linken Seite. Der soll einfach mal IP symbolisieren. Ich denke, das kennt hier jeder. Auf der rechten Seite haben wir ein Transportsystem, dafür optimiert, möglichst günstig, möglichst viele Daten, möglichst schnell von A nach B zu bringen, ohne große Intelligenz. Das bezeichnen wir bei Alcatel-Lucent als Optics. Ich bringe das hier jetzt mal in so einfacher Form, weil es doch bei jedem Unternehmen anders heißt und vielleicht jeder anders versteht. Ne? Optics können ja auch jetzt ein SFP sein, wie auch immer. Bei uns sind Optics immer die Komplettsysteme zur optischen Übertragung. So, in der Mitte wäre jetzt eigentlich ein Boxhandschuhpaar zu sehen, das gegeneinander kämpft. Warum wäre das zu sehen? Weil in den Gesprächen, die ich führe mit vielen Kunden, ist halt häufig so, dass gerade wenn das Unternehmen größer ist, es zwei verschiedene Bereiche sind, in denen IP und Optics behandelt wird. Das heißt, der eine Bereich ist zuständig, ein WDM oder SDH oder eben Transportnetz zu bauen. Ein anderer Bereich ist für IP zuständig. Und die beiden Bereiche arbeiten nebeneinander her und stimmen sich mehr oder weniger genau miteinander ab. Und das könnte häufig besser laufen. Und es macht auch Sinn, dass eben IP-Netze und optische Netze aufeinander abgestimmt sind und Hand in Hand gehen. Ne? Und das ist das Thema eben von diesem kurzen Lightning Talk. So, welche Möglichkeiten gibt es, IP und Optics zusammenzubringen? Es ist hier auf der Folie dargestellt, auf der linken Seite klassischer Router, das ist bei uns eben die 7750 oder 7x50 SR-Serie, auf der rechten Seite klassisches Transportsystem, bei uns eben 1830 PSS für Photonic Service Switch. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder in einen Router etwas Optics einzubauen oder in ein Transportsystem etwas IP einzubauen. Und der Idealfall ist dann in der Mitte, wenn sozusagen ein konvergentes System da wäre. Es gibt von uns beides, wie gesagt. Es gibt das IP-System, das optische System und es gibt auch diese Flavors IP mit etwas WDM. Es gibt den Flavor Optics mit etwas IP, allerdings eher Switching. Und es gibt auch fast komplett konvergente Systeme, wie wir gleich sehen werden. Alles ist unter einem Management-System, was hier ganz wichtig ist. Auch wenn nicht jeder ein Freund von Management-Systemen ist. Ich meine, je größer ein Netz wird, je komplexer es wird, je mehr verschiedene Layers es hat, je mehr verschiedene Systeme enthalten sind, umso wichtiger ist es einfach auch grafisch eine schnelle Übersicht zu erhalten, indem ich ein Management-System anwende. Aber wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander. Der eine nutzt das, der andere nicht. So, wenn wir jetzt gerade von der vorigen Folie kommend von links her kommen, vom Router Richtung etwas Optics, haben wir die Lösung integriert in unseren großen Routern, dass wir 400G WDM direkt im Router machen, direkt von der Linecard weg. Das wurde auch schon gezeigt, das läuft, die Karten existieren. Man sieht es auf dem Bild links oben. Man steckt also einfach eine 400G Linekarte in einen Router. Das funktioniert im großen XRS oder auch im SR12E. Wer sich dafür interessiert, kann gerne am Stand vorbeikommen. Und kann dann eben farbig übertragen. Ja, das funktioniert gut, logischerweise. Allerdings ist ein Router natürlich ein intelligentes System, mit dem ich extrem viel machen kann im IP-Layer. Und ich sag mal, einen Slot jetzt zu verwenden, um eben WDM mit einzubauen, ist natürlich auch unter Umständen etwas teurer, als wenn ich ein reines WDM-System verwenden würde. Deswegen gibt es eben auch die Möglichkeit, von der anderen Seite kommend IP in optische Systeme einzubauen. Ja.
Wenn wir weiter von der einen Folie ausgehen, ich komme vom Router, jetzt habe ich etwas Optics in den Router eingebaut. Nächster Schritt ist in der Mitte ein konvergentes System. Wie realisieren wir das? Wir haben in unseren Routern der neueren Generation hier beispielhaft mal vom 7950 XRS dargestellt einen Optical Extension Shelf Port. Das heißt, wir können hier unsere optischen Systeme anschließen. Das Ganze wird als ein Netzelement gesehen. Deswegen heißt es auch schon Optical Extension Shelf zum Router. Das heißt, der Router konfiguriert und überwacht das optische System einfach mit und sieht es als eigene Linekarten und kann so eben die Vorteile von beiden Systemen voll ausnutzen. Der Router mit der Intelligenz und die Übertragungstechnik Linekarte im optischen System. Ja, man sieht es in der Grafik rechts unten. Ja, ich habe den Router, der oberhalb vom optischen System sitzt und über graue Schnittstellen, also graue Interface, die wesentlich günstiger sind als die farbigen, mit dem optischen System verbunden ist, welches dann eben die WDM-Übertragung macht. Das sind jetzt nicht nur Marketing-Slides, ne, sondern wir haben das auch tatsächlich integriert. Das funktioniert auch schon. Man sieht es hier in dem Screenshot auf der linken Seite. Wenn ich hier das Show Card Command mache im Router, dann sehe ich eben, dass hier die Optical Extension Shelf Ports direkt mit angezeigt werden. Also letztlich funktioniert es wie ein System. Na, ich habe hier ein Transportsystem integriert, zumindest jetzt managementmäßig im Router. Ne? Ja, und das Ganze, der Screenshot hier ist eben vom SROS, das ist unser Betriebssystem auf den Routern, das CLI Command, in dem ich jetzt hier das Transportsystem mit anschauen kann. So, das ist in allen neueren Routern integriert. Also ganz rechts sieht man den XRS, den großen Core-Router, mit dem wir gerade extrem erfolgreich unterwegs sind. Ganz rechts den XRS 40, das heißt, das Einnetzelement besteht aus zwei Racks, der dann bis 32 Terabits Half-Duplex im Moment macht. Und ganz kleines System, 200 Gigabit, der SRA, der steht bei uns oben auch am Stand auf dem Tisch. Ist quasi der Einstiegs-Full-Table-Router, den wir anbieten. Ne? Alle sind ausgerüstet mit dem FP3-Chip von uns. Das heißt, alle haben diesen 400-Gig-Prozessor on board, haben alle das gleiche Betriebssystem und alle das gleiche Management-System, der 5620 Service Aware Manager, der auch alle anderen Produktfamilien, über die wir hier reden, mitmanagt. Ja? Man sieht hier nun die Serie, den 7210 Service Aggregation Switch. Ist im Prinzip auch ein Router, allerdings kein Full-Table-Router, deswegen wird er eher als Switch positioniert, wird aber durchaus auch im Routing-Umfeld eingesetzt, aber eben halt nicht da, wo ich Full-Table brauche. Ne? Dadurch natürlich wesentlich kosteneffizienter und geht jetzt vom kleinen Demarcation-Device mit 10 Gigabits bis zum schon größeren System mit 1,5 Terabits. Das zweite von rechts ist der SAS R6, den haben wir auch oben am Tisch, dessen Matrix kann heute schon 480 Gigabit Durchsatz und das in einem kleinen 3HE-Shelf. Das ist doch für viele ganz interessant. Hat sich auch gestern in der Ausstellung schon gezeigt, da ist doch Interesse da. So, das war jetzt die Routing-Switching-Familie. Hier haben wir die optische Familie, die eben dann von den Routern mitgemanagt werden kann über das optische Extension-Shelf-Interface. Gibt es auch eine größere Familie. Links startend eben ein rein passives System, was CWDM Multiplexing macht. Und wo ein reines Remote-Inventory dann läuft von den Routern, das ich aber auch mit einer aktiven WDM-Karte versehen kann. Bis ganz rechts hoch, bis zum PSS64, was ein elektrischer OTN-Switch letztlich ist, ne, der 3,8 Terabit verschalten kann. Das größte reine WDM-System, PSS32, kann aktuell 88 Farben mit jeweils 200, demnächst auch 400 Gigabit. Alles über den Service Aware Manager gesteuert und damit gleiches Management, gleiches Look and Feel. Alles sind unter diesem, wie gesagt, Service Aware Manager. Hier ein paar Screenshots, um einfach mal zu zeigen, was das für ein System ist. Man sieht auf der rechten Seite, welche Möglichkeiten, auf der linken Seite vielleicht erstmal, wie es klassisch ist. Man sieht eben lange Listen mit Fehlern und kann sich dann durch Anklicken von Fehlern, durch mehrere Menüs hangeln und verschiedene Pop-up-Fenster öffnen, um sich dann zum Root Cause vorzuarbeiten. Oder was jetzt wesentlich intelligenter ist, was wir jetzt implementiert haben,
Ich kann mir grafisch anzeigen lassen auf der rechten Seite durch Bubbles, die in der Größe der Bubbles einfach anzeigen, wie viele Fehler hängen denn eigentlich an diesem Fehler mit dran. Kann ich sehr schnell feststellen, aha, hier der größte Bubble scheint doch der Root Cause zu sein, geh da mal rein. Ne? Und kann mich dann auch aus der Grafik direkt durch Anklicken von so einem Bubble direkt zum Root Cause, zur Fehlermeldung weiterleiten lassen. Das ist halt wesentlich schneller, als wenn ich mich durch diese links gezeigten Menüs durcharbeiten muss. Ich habe auch eine Service-Sicht im Service-Aware-Manager. Man sieht es hier mit den verschiedenen Service-Layern. Ja, natürlich funktioniert das genauso für komplexere Netze, jetzt nicht wie hier so eine Punkt-zu-Punkt-Anwendung. Und habe hier eine schöne Sicht, welche Service habe ich geschaltet, von wo nach wo und kann mir dort auch Fehler anzeigen lassen. Das ist jetzt schon das Abschlussslide zu dieser Integrationsthematik IP meets Optics. Es ist einfach heute schon da, die Systeme sind integriert. Klar wird es in der Zukunft noch weitergehen, das heißt, eventuell haben wir irgendwann einen Knoten, der eben alles macht. Ja, im Moment ist es so, dass einfach die Kosteneffizienz dazu führt, dass man eigentlich die optischen Systeme noch getrennt hält, weil einfach dort der Platz günstiger ist, um Karte einzuschieben und eben die Wellenlängen von dort zu fahren als direkt im Router. Kunden wünschen es auch direkt im Router, deswegen gibt es auch das. Irgendwann ist es vielleicht tatsächlich effizienter, alles aus einem System zu machen. Im Moment, wie gesagt, über Optical Extension Shelf und alles unter einem Management. Zusätzlich, was nicht in den vorderen Folien enthalten war, entwickeln wir für alle diese Geräte und fürs Management Interface wie OpenFlow eben, um Cloud-Anwendungen zu ermöglichen, um sie ins SDN einzubinden und sind damit für alles, was da noch kommen mag und uns in die Cloud führt, gewappnet. Und man sieht hier unten auch noch in den Zahlen, es gibt bereits 150 Projekte bei uns, wo genau diese IP-Optical-Integration schon nutzen, im Gegensatz zu noch mehr Projekten, die wir logischerweise natürlich mit reinem IP oder reinem Optical-Deployment haben. So. Das war es eigentlich schon zu diesem Lightning Talk, IP meets Optics. Ich wollte einfach mal zeigen, es gibt hier schon eine weitgehende Integration. Man muss nicht mit verschiedenen Systemen, mit verschiedenen CLIs, mit verschiedenen Management-Systemen arbeiten. Es gibt es integriert, heute verfügbar. Wer sich mehr dafür interessiert und die Geräte mal anschauen möchte, ist gerne herzlich willkommen am Stand. Ansonsten bedanke ich mich jetzt für die Aufmerksamkeit. Ist keiner eingeschlafen, das freut mich. Schönen Tag noch. Ja? Gibt es Fragen? Kurz? Gut. Dann vielen Dank, Matthias. Als nächstes kommt Stefan und erzählt uns, was beim E-Kix so die letzte Zeit passiert ist. Dün, 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 dün. Legen wir da gleich los. Ist ein kurzes Update, das habe ich beim Eurex gehalten, das hatten wir diese Woche, der Branchenverband hat sich mal wieder getroffen, ich war jetzt zu faul, das Eurex-Logo auch rauszunehmen. Wer den Eurex-Verband noch nicht kennt, sollte den sich mal ansehen, Vereinigung der Internet-Exchanges in Europa, haben eine sehr nette Website, auch eine sehr gute Quelle, wenn man sich mal informieren möchte, an welchen Standorten welche Exchanges verfügbar sind. Sie haben auch eine sehr schöne Datenbank, die einem erzählen kann, welche AS-Nummern zum Beispiel man an bestimmten Standorten bekommt oder auch nicht. Gehen wir gleich in die Slides rein. Das ist eine der Slides, die ich immer sehr gerne präsentiere, was ist passiert mit dem E6. Hat mal angefangen in 2001, ist dann über 2003, wo es dann umgenannt worden ist in E6, über verschiedene Zwischenstufen, wie zum Beispiel auch Remote Peering, was wir eingeführt haben in 2007, bis zum heutigen Punkt gekommen. Letzte große Ereignis war eigentlich gewesen 2014, wo wir in Nürnberg noch einen Pop aufgemacht haben, wo wir aber mit dem lokalen Internet Exchange zusammengearbeitet haben. Dort werden halt Remote-Peering-Produkte angeboten. Gehen wir gleich zur nächsten Slide. Das sind die aktuellen Daten, die wir machen. Wir peaken im Moment bei 500G+, auch recht regelmäßig. Wer die Webseite in letzter Zeit sich angesehen hat, konnte das dort auch schon sehen.
Tendenz ist an der Stelle steigend. Wir haben in den letzten Monaten sehr viel Vertriebstätigkeit gehabt. Im Moment sehen wir einen ganz extrem starken Zug in Richtung 100G, auch in Standorten wie Düsseldorf, aber natürlich auch in Frankfurt, sodass wir damit rechnen, dass wir zum Jahresende die 500G recht konstant halten werden und im nächsten Jahr noch weiter ausbauen. Jeder der Internet-Exchanges, die wir in Deutschland betreiben, wer uns kennt, weiß, dass wir nicht nur einen haben, halt auch in Frankfurt, in Düsseldorf, Berlin und Hamburg, piekt bei uns regelmäßig auch über die 100G. Wir werden, weil das immer mal wieder angefragt worden ist, auf dem Netz, auf den Webseiten-Relaunch, den wir dieses Jahr noch machen wollen, auch die einzelnen Traffic-Werte für die einzelnen Städte angeben. Das war von mehreren auch rückgefragt worden, wird dann auch auf der Webseite verfügbar sein. Der zweite eigentlich große Schritt für uns vorwärts war, dass wir auch an den Standorten wie Berlin und Hamburg, das waren die letzten Standorte, die keine 100G-Ports gehabt haben, jetzt auch 100G-Ports anbieten können in Produktion. Wir haben auch schon erste Kunden dort drauf. Und dieses an den normalerweise Hauptstandorten, wer da Interesse hat, was zu machen, der sollte sich da einfach mal melden und sich mit uns in Kontakt setzen. Was noch oft gefragt worden ist, da wir auch Remote-Peering machen, wie viel von den Services eigentlich regionales Peering sind und Remote-Peering. Zahl steht an dem Slide drauf, das sind ungefähr 30% der Kunden, die auch das Remote-Peering-Produkt benutzen. Was mal eingeführt worden ist, um die Möglichkeit zu haben, auch kleineren ISPs, die in der Region sind, die Reichweite zu erhöhen, indem sie die Remote-Peering-Funktionalität benutzen, um zum Standort zum Beispiel von Berlin aus auch in Düsseldorf oder in Hamburg peeren zu können. Nicht jeder Peer ist halt in jeder größeren Stadt in Deutschland erreichbar. Schon gesagt, 5 regionale ESX-Lokationen in Berlin. Wir haben, in Deutschland. Wir haben mehr als 25 POPs angeschlossen, Data Centers in Data Centers selber. Gibt eine sehr schöne Liste auch auf der Webseite, auf die möchte ich an der Stelle auch verweisen, ehe ich jetzt anfange, die alle runterzurattern. Und redundanter Backbone für das Remote Peering ist im 10G-Klasse, das heißt, wir können dort ohne Probleme auch größere Bandbreiten fahren. So, das ist einfach nochmal ein kurzer Slide, wo wir im Moment sind. Angefangen oben mit Berlin und Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Amsterdam und Nürnberg sind so ein bisschen speziell, da sind entsteht von uns kein Switching Gear, dort sammeln wir hauptsächlich Traffic ein, da stehen halt eigentlich nur die Remote-Peering-Produkte. Unten ist der Link für die Webseite, wenn man das sich noch mal etwas genauer ansehen möchte. Weil es immer mal wieder auch gefragt wird, auch von unserem Backoffice immer mal wieder gesagt wird, dass wir das der Community mal mitteilen sollen. Wir haben ein paar generische Adressen. Wir bitten also, fangen wir mit der letzten Adresse an, den Anfragen an Support und NOC, doch bitte auch direkt an Support und NOC zu stellen und nicht an die gut bekannten Adressen der Mitarbeiter des ESIX. Wir sind ja sehr mit der Community verbunden und eigentlich kennt jeder unsere E-Mail-Adressen. Aber wir haben auch noch mehr Mitarbeiter im Haus, die euch helfen können. Insofern bitte support@esix.net. Das ist die zentrale Anlaufstelle, wenn es ein Problem gibt. Die anderen Anlaufpunkte sind allgemeines sind Info, Vertrieb, Sales, Press. Jetzt haben wir auch einen Presseverteiler drin. Wenn da irgendwelche Anfragen sind, bitte diese E-Mail-Adressen benutzen. Und bei info@esix.net wollte ich noch anmerken, wir machen ja auch die Bearings regelmäßig in Deutschland an den verschiedenen Standorten. Wer noch nicht da auf der Liste ist oder sich glaubt, dass er da keine Benachrichtigung bekommt, bitte einfach ganz kurz eine E-Mail an info@esix.net mit der E-Mail-Adresse. Wir nehmen euch sehr gerne in die Mailingliste rein. Das sind offene Veranstaltungen bei uns, die Bearing-Veranstaltung, in der jeder herzlich willkommen ist. Es muss kein Kunde sein. Also wer da noch nicht drauf ist und es gerne auch informiert werden möchte, info@esix.net ist da ein wunderbarer Anlaufpunkt. Ein Punkt, der noch nicht auf den Slides draufsteht, ich möchte einfach nur anregen, in nächster Zeit auch mal unsere Webseite wieder zu besuchen. Vorhin hatte ich es kurz erwähnt, wir werden auch die Webseite aktualisieren. Aber wir haben auch noch ein paar sehr schöne Sachen vor in nächster Zeit, also nicht in allzu ferner Zukunft. Und es lohnt sich durchaus mal da einen Blick drauf zu werfen. Und wenn das jetzt funktioniert, genau, dann war es das auch schon. Fragen? Nix. Ja dann, vielen Dank. So, danke Stefan. Als nächstes hören wir von Nominum über DNS Trials and Tribulations.
So, dann versuche ich das mal hier hinzubekommen. Funktioniert irgendwie magisch. Okay. Nominum Trials and Tribulation kann man vielleicht am besten übersetzen mit Irrung und Wirrung. Ich hätte es gern genannt DNS Sucks, aber unsere Marketing meint, das wäre nicht so gut. Kurz dazu, wer ist Nominum? Wer hat es erfunden? Die Schweizer? Nein, wir waren es. Also unser Chairman Paul Marker-Petrus hat 1983 die ersten DNS-RFCs geschrieben. Nominum ist ursprünglich gegründet worden, um Bind9 im Auftrag für ISD zu schreiben. Von daher können wir wirklich behaupten, dass die am meisten eingesetzte Software, sowohl Bind9, also unsere Server, von unseren Leuten halt irgendwann mal geschrieben wurde. Unsere eigene Software ist, wie gesagt, in 40 Ländern eingesetzt. Wir versorgen ungefähr 400 Millionen Subscriber täglich mit DNS-Diensten. Wir sind hauptsächlich im rekursiven Dienst tätig, also sprich ISPs oder Telcos setzen unsere Software ein. Und wir fragen ab und zu bei unseren Kunden mal rum und haben da festgestellt, dass wir ca. 1,8 Billionen Anfragen pro Tag über unsere Software laufen haben. Ein kleiner Slide, wer unsere Kunden sind. Das ist so das Who is Who der Telekom Größe und ISP. Kann man sagen, wenn da irgendwer sich findet, schön. Ich will, wie gesagt, sprechen über DNS-Attacken. Und warum ist das DNS so in der Presse, oder warum hören wir immer wieder über DNS-Attacken? Nun, DNS ist, kann man sagen, ubiquitous, also sprich, es ist überall. Also jedes Netzwerk hat DNS. Es ist sehr einfach zu finden. Also ich kann eine beliebige UDP-Query irgendwo hinsenden und sogar mit einer falschen Adresse und bekomme dann halt, okay, wenn ich eine falsche Adresse habe, bekomme ich keine Antwort, aber es passiert halt was. Und die nächsten drei Punkte treffen euch nur für unsere Kunden zu, weil es gibt eine ganze Menge DNS-Server da draußen, die halt unmaintained sind, aber die Provider, die DNS-Server betreiben, haben ein großes Interesse daran, dass die funktional sind und sehr gut funktionieren, weil wenn das DNS nicht funktioniert, ist das Internet weg. Und wenn das Internet weg ist, kommt das in die Presse. Und da kann man jetzt mal gucken, was da alles so passiert ist. Da sind sehr viele, die halt dann drin sind. Das kostet auch Geld, ja, klar. Aber man möchte nicht unbedingt sagen, okay, ihr habt es wieder mal vergeigt oder so. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten, halt wie gesagt, das als Attacker zu nutzen. Gängigsten sind, will ich jetzt hier mal beschreiben, also Cache Poisoning, DNS-DBoss, DNS-Tunneling, was jetzt hier irgendwie fehlt auf der Folie, ich habe die gestern gemacht, das sind die sogenannten PSD-Attacken, da kommen wir aber gleich auch noch zu. Cache Poisoning war sehr früh, also schon an den 90er irgendwann gewesen. 2008 hat das dann mit dem Kaminsky ein bisschen ein Revival dafür bekommen, weil er halt gesagt hat, okay, wir können gewisse Möglichkeiten im DNS nehmen, um die Attacken sehr viel effizienter zu gestalten. Nämlich indem wir halt quasi immer ein Label dazu machen und dann anfragen und irgendwann kriegen wir halt den Delegation Point. Die Antwort darauf war etwas, was der Dan Bernstein schon lange hatte, nämlich dass ich die UDP-Ports, die ich als Source verwende, quasi randomisiere. Ich habe im DNS-Packet 16 Bits Entropy und habe dann jetzt quasi nochmal 16 Bits dazugenommen über die Source-Ports, die das UDP bietet. Das war das, was eigentlich alle mittlerweile machen. Wir haben damals schon ein bisschen weiter gedacht. Wir haben gesagt, okay, ich habe im DNS die Möglichkeit, auf TCP umzuschalten. Also sprich, haben wir in unserem Server schon eigentlich länger eine Möglichkeit drin, sobald wir meinen, wir wären unter Attacke, tun wir genau diese Queries und nur diese Queries auf TCP schalten. TCP ist nicht zu spoofen, von daher funktioniert diese Cache-Poisoning-Attacke dann nicht. Wir haben noch andere Dinge, die auch, sagen wir mal, durchaus andere Server haben, zum Beispiel zusätzlich Entropy über den Namen nehmen, indem man halt das Casing verändert. Da muss man halt sehr vorsichtig sein, weil es gibt leider sehr viele Server aus draußen, die halt dann die Sachen doch in einem speziellen Casing zurückschicken und für die darf man halt dann diese Protection nicht nehmen. Also es geht auch nur mit Ausnahmelisten. Insgesamt natürlich was wir eigentlich haben wollten, ist DNSSEC. Das hat die IETF schon sehr lange verabschiedet und so langsam nimmt das auch ein bisschen Fahrt auf. Der Kaminsky war da mit Sicherheit ein Trigger. In Deutschland leider nicht so viel, weil die DE-Domain das zwar mittlerweile hat, aber es noch nicht sehr gemacht, sehr weit ist.
Danach kam dann irgendwann so an 2010 oder so die Amplification Attacks, die ging auch durch die Presse. Ich glaube, Spamhaus war die größte Attacke, die auch dann so bekannt wurde. Das war eine Amplification Attack. Die hat quasi kleine Pakete im DNS hingeschickt und ganz große, dann kamen ganz große Antworten zurück. Und da man halt DNS spoofen kann und es auch eine große Botnet-Armee da draußen gibt, die man nutzen kann, war das sehr, sehr effektiv. Die Antwort darauf war dann quasi, okay, Response Rate Limiting, das haben wir auch, das funktioniert auch auf der autorativen Seite einigermaßen gut. Auf der rekursiven Seite, die wir halt hatten, ist das nicht so unbedingt funktional, weil das sind ja im Endeffekt Anfragen von eigenen Kunden. Wir haben dann darüber hinaus was gemacht, wir haben halt ein Rate Limit für die Anyqueries gemacht, wir haben ein großes Search Team, das dann solche Listen findet von Domains, die nur gebaut wurden dafür, um Amplifications zu machen, und die droppen wir dann gleich. Und wir haben halt eine andere Möglichkeit in dem Server über die Policy Engine zu sagen, okay, wenn diese Domains, die werden sowohl als auch verwendet, und dann sagen wir lassen eine bestimmte Anzahl zu und darüber hinaus droppen wir oder truncaten die, also geschwitzen auf TCP. Open Resolvers, wir machen zusammen mit dem Jared Mao von NTT eine Kooperation, wo wir einmal die Woche, also er scannt das und wir sammeln die Daten dafür, das ganze Internet, IPv4-Internet scannen und gucken, welche Server sind offen für DNS-Anfragen. Das ist jetzt, wie gesagt, wir haben angefangen 2014 im März und jetzt sind wir im Oktober 2015. Es geht bergab, aber wenn ich die Zahl, sind glaube ich 13 Millionen momentan irgendwas, es sind immer noch eine große Menge, und wenn irgendwer meint, er hätte was so im Netz, kann er mich gerne ansprechen. Ich habe die Listen per AS sortiert. Ich kann dann gerne sagen, wie viel er in seinem Netz hat. Die Attacken, die dann so Anfang 2014 kamen, bezeichnen wir als Random Subdomain Attacks, andere nennen sie Waterfalls. Es ist quasi so, ich habe eine zufällige Query, die mit NX Domain antwortet, und ich tue das erste Label quasi, ich kann es vielleicht mal hier, ob ich das zeige, ich ziehe das mal vor. Das erste Label ist quasi total random, und das bedeutet natürlich, da der Server es nicht gecached hat und für jede Query anders ist, muss der Server immer hingehen und quasi einen alternativen Server fragen. Damit tut er natürlich irgendwann den alternativen Server ausschießen, und das ist jetzt weg. Also man möchte quasi den Zugang zu einer Website oder zu einer Seite verhindern, indem man den DNS-Server dafür ausschießt. Die Attacken haben, wie gesagt, 2014 angefangen. Man sieht es immer, wir collecten Traffic und wir sammeln dann, wie viele Unique Names gibt es wirklich über den Tag. Und im Normalfall weltweit, was an Unique Names pro Tag nachgefragt wird, sind so schon 16, 80 Millionen unterschiedliche Namen. Und wie gesagt, hier geht das halt hoch bis in die Billionen rein, weil halt diese Random Subdomains halt quasi wirklich für jede Query, und das sind Query-Rates, die teilweise mit mehreren 10.000 QPS ankommen, jede Query hat ist unique. Das heißt, für jede Query muss der Server eigentlich was machen. Und was auch sehr witzig ist, das hier, das war sehr witzig, weil wir glauben, dass es nicht sehr viele Leute gibt, die es machen. Also sprich, die eigentliche Attacker ist eine kleine Gemeinschaft. Und die hatten ein Update gemacht für ihre Software, und da war ein Bug drin. Die haben nämlich vergessen, die Random Labels vorne hinzumachen. Das heißt, wir haben die Attacken weiterhin gesehen, aber ohne Random Labels. Damit waren sie natürlich vollkommen uneffektiv, weil die Sachen waren gecached. Es sah wirklich so aus, als wären die 4 Wochen im Urlaub gewesen. Danach kamen die zurück, haben gemerkt, oh, wir haben einen Bug, und schwupp, ging es wieder los. Also, weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Wie gesagt, was man gegen diese Random Subdomains machen kann, was alle mittlerweile machen, ist Outbound Rate Limiting. Ich weiß nicht, ob es PowerDNS oder wir waren, die es zuerst hatten. Ist also egal, das haben viele Leute quasi parallel entwickelt. Ich tue quasi den alternativen Server nur so weit belasten, wie er das verkraften kann. Und ich bin nicht halt, ich schieße nicht tot. Das kann man damit sagen. Also weil Jeff Houston sagt immer, DNS ist sehr nachfrageintensiv, und wir das limiten halt. Wir haben noch was anderes gemacht. Wir haben gesagt, wir filtern am Eingang, also sprich, wir entscheiden am Eingang, was ist guter, was ist was schlechter Traffic. Das kann man euch nur noch machen, wenn man die Daten hat. Wir sammeln sehr viel Daten, von daher können wir es machen. Ich kann jetzt nur hier kurz, das ist ein Vortrag, den habe ich bei DNS ORC gehalten. Da kann man sehen, wenn ich den Attack-Traffic funktioniere, mit Outbound Rate, den kriege ich meinen eigentlichen Traffic, den kriege ich sauber. Also sprich, der User, der diese Domain nicht anfragt, der kann einwandfrei arbeiten damit. Was nicht funktioniert, ist,
die Domain, die attackiert wird, die schafft der Attacker auch, wenn ich einen Resolver habe, der Outbound Gateway hat, tot zu machen. Weil die Anfragen, die er stellt für illegales Zeugs, ist einfach viel größer als für das, was halt für die richtigen Anfragen. Das heißt also, das sind als Logscales die einzige Möglichkeit, halt die Attack-Domain zu protecten, ist wirklich am Eingang zu sagen, das ist guter, das ist besser Traffic. Wie machen wir das? Wir haben, wie gesagt, so ein, wir nennen es GX, das ist quasi ein Threat Detection System. Das setzen wir seit 5 Jahren sehr erfolgreich an. Wir haben ein Search-Team, ein sehr großes, 12 Leute, und wir prozessieren täglich um die 4 Terabyte DNS-Daten und gucken dafür nach bösen Sachen, um das herauszufinden. Jetzt noch die kurzen Marketing-Slides. Wo geht DNS hin? Wir glauben, dass DNS halt genutzt werden kann, um mehr Dinge zu machen, als einfach Anfragen zu machen. Wer dafür Interesse hat, kann mich gerne noch mal ansprechen. Ich bin die ganze Zeit hier oder auch, wie gesagt, für andere Sachen im DNS. So, das war jetzt. Okay, Fragen? Keine Fragen? Ah, doch. Bitte nur übers Mikro. Keine Frage an den Ralf, sondern eher an das Plenum. Wer betreibt validierende Resolver für seine Kunden? Ja, das sind nicht so viele. Wer betreibt überhaupt Resolver für seine Kunden? Das sollten ein paar mehr sein. Okay, danke. Zu den validierenden Resolvern noch kurz was. Ich glaube, die größte validierende Resolver-Farm betreibt Comcast in den USA. Das ist eine der größten ISPs. Mhm. Die läuft auch vollkommen mit unserer Software. Okay, danke. Vielen Dank. So, als nächstes kommt Wolfgang und erzählt uns seine Dinge vom Internet of Things. Ich glaube, er hat sogar Spielzeug mitgebracht. Ja, habe ich. Okay, damit geht es weiter, genau. Ja, Wolfgang Tremmel, beruflich arbeite ich beim DKIX, aber privat spiele ich ab und zu mit Mikrocontrollern rum. Heute sagt man so sowas Maker, früher hat es einfach Bastler geheißen. Und nachdem beim EuroX diese Woche der John Sauter vom Links der versammelten Gemeinde den Raspberry Pi vorgestellt hat, der ja doch schon ein paar Jahre auf dem Markt ist und es wirklich Leute gab, die das noch nicht kannten, dachte ich spontan, ich zeige mal ein paar neue Sachen, die noch nicht so ganz so lange auf dem Markt sind. Und das, was ich heute mitgebracht habe, hier in Originalgröße, ist der ESP 8266. Dieses kleine Ding hier, also eigentlich nur der Chip, hat einen Wi-Fi-Stack eingebaut, hat einen IPv4-Stack eingebaut, Antenne ist auf der Platine drauf, er hat ein serielles Interface mit 3,3 Volt, er hat 16 I/O-Pins und er hat in verschiedenen Ausführungen so ungefähr 4 MB Flash. Und er kostet 8 Euro ungefähr, inklusive Shipping aus China. Ja, was kann man damit machen? Also da er 3,3 Volt braucht, kann man ihn eigentlich direkt an den Raspberry Pi dranhängen. Kann serielle 4 Kabel, mehr braucht es nicht. Spannung, serielle Konsole, man kann ihn programmieren. Die Firmware, die dabei ist, ist sehr rudimentär. Das ist so mit AT-Kommandos, so wie man das früher von Modems kannte. Man kann sagen, geh ins WLAN, das ist deine SSID, das ist dein Passwort, connect dich. Oder man kann sagen, sei ein Access Point, spanne selber ein WLAN auf und spiel DHCP-Server. Man kann einen Webserver drauf implementieren. Man kann Messwerte auslesen und darstellen. Eigentlich alles, was auf der einen Seite I/O-Pins und auf der anderen Seite WLAN hat. Dann gibt es eine etwas größere Ausführung. Das nennt sich Node-MCU. So einen habe ich auch dabei. Um ihn an die Spannung dran zu hängen, das Ding ist Breadboard-friendly. Das heißt, einfach auf so ein Steckbrett drauf, alle I/O-Pins sind rausgeführt. Es gibt verschiedene alternative Firmware im Netz, also aktuell ist da drauf Lua. Das ist so eine Live-Programmierumgebung, wo man Funktionen eingibt und sie funktionieren sofort.
Es gibt wohl auch irgendwo ein Mikropython dafür, das habe ich allerdings aktuell nicht gefunden. Und ich habe mich mal also kostet es 12 Euro oder 15 Euro inklusive Shipping aus China. Und ich habe mal hier ein bisschen Example Code implementiert. Also das ist alles. Man sagt, sei ein Access Point, gibt die SSID und Passwort an, sei ein Server, lausche auf Port 80. Wenn du was empfängst, gib es auf der seriellen Schnittstelle aus, das ist das Print Payload, und schick eine kleine Webseite zurück und dann beende die Verbindung. Wenn man dir hier mal schaut, ich guck mal, ob er hier empfangbar ist. Jawohl, hier DNOC-Demo, da ist er. Haben wir einen kleinen Webserver, haben wir einen Safari an Bord. Nope. Sind wir vielleicht doch etwas zu weit weg. Ja, wenn er nicht dran, wenn ich nicht reinkomme, dann sind wir zu weit weg. Kleiner Nachteil, er läuft nicht auf Batterie. Er hat doch einen relativ hohen Stromverbrauch. Ja, hello DNOC. Kommt jetzt von dem kleinen Teil, was hier vorne in der ersten Reihe ist. Er hat doch einen etwas hohen Stromverbrauch und der Akku, ich habe es mit Akkus probiert, der ist in 3 Tagen leer. Also braucht irgendwo ein USB-Netzteil. Wenn es interessiert, hier gibt es ein paar URLs mit Software- und Hardware-Informationen. Viel Spaß beim Basteln. Dankeschön. Gut. Fragen? Also aktuelles Privatprojekt von mir, ich habe so einen Rumba-Staubsauger, der hat eine serielle, aber keinen WLAN. Die Idee ist, das da dran zu hängen und ihn dann per WLAN durch die Wohnung zu schicken. Ich kann beim nächsten DNOC ja berichten, ob ich es hinbekommen habe. Bitte nur übers Mikro. Ja, kann ich vielleicht auch mitbringen. Ja, warum nicht? Die Frage war, ob er den Staubsauger mitbringt. Ich habe noch eine andere Frage. Wie sieht es aus, Langzeitstabilität? Ich nehme das Ding, werfe es irgendwo in die Ecke und jetzt läuft es da 3 Monate oder 3 Jahre. Tut es dann noch? Oder? Also ich würde mal sagen, mit der Lua-Firmware möglicherweise nein, die ist nicht so ganz stabil, wird auch als Developer-Firmware vermarktet. Es gibt auch ein Software-Development-Kit dazu vom Chip-Hersteller, das man in C programmieren kann. Und ich habe leider damit noch nichts gemacht, aber ich gehe mal davon aus, wenn man das mit dem Native-Development-Kit mit Native-Code macht, dass er genauso stabil ist wie ein Arduino. Es ist halt kein Raspberry Pi, hat auch nicht die CPU-Leistung von einem Raspberry Pi. Es ist wirklich ein Winz-Device, was dann genau eine Aufgabe macht und die immer und immer wieder.